Herzlich willkommen zum Let's Play von GameStar und GamePro zu Space Marine bzw. zu Warhammer 40k Space Marine. Heute mit einer Weltpremiere, denn Michael Obermeier ist nicht dabei. Es wird also heute nicht lustig, es werden tolle Kommentare fehlen. Eigentlich kann man jetzt schon wieder ausschalten. Heute vor dem Mikrofon ist Martin Lee, der gleich losspielen wird. Hallo und, Martin. Ja, ich und der Christian und Fritz Schneider. Und ich versuche ein paar Kommentare zum Spiel abzugeben. Ja, ich glaube, du hast schon falsch angefangen, weil du hast ja gesagt Warhammer 40k. Da haben wir auch so eine Diskussion im Forum ein bisschen. Heißt es Warhammer? Ja, wir haben beim Publisher 40, extra nachgefragt 40, und der hat gesagt 40.000. Ach, das ist doch Kleinkram. Wir spielen jetzt und los geht's. Mal an. Drücken genau. Die Starttaste. Ups, hätte ich gerade gepasst. Ja, hell genug. So, dann ab wir spielen die Kampagne, oder? Ne? Multiplayer ja. Können die Leute später machen. Neue Kampagne. Normal, das reicht uns. Hast du schon gespielt? Nee, du hast die Demo gespielt. Ich habe die Demo kurz gespielt. Ich habe noch gar nichts. Jetzt gucken wir erstmal Intro. Da könnten wir jetzt sogar reden, weil die sagen nichts, oder? Da wird ja nur Nein. Ich habe das schmerzhaft im Resistance-Let's Play gelernt. In der Zwischensequenz labert man nicht. Okay, dann bin ich jetzt ruhig. Da gab es ganz, ganz böse Ärger. Ich finde es ganz schön frech, ehrlich gesagt, sich darüber aufzuregen. Wir stellen die Videos hier kostenlos zur Verfügung und machen das alles. Aber wenn da was Wichtiges besprochen wird, finde ich das ja okay. Ja. Wenn ich jetzt wirklich, aber das wird ja gar nichts gesagt. Sondern das ist ja Untertitel. Ja, aber man muss sich ja aufs Lesen konzentrieren. Naja, wir reden ja eh nur Quatsch, das lenkt nicht ab. Also wenn jetzt gleich was Interessantes gesprochen wird, dann halt mir die Fresse. Also wenn jetzt gleich was wirklich Wichtiges kommt, so bis jetzt. Das ist schon die fertige Version, ne? Das ist die Verkaufsversion. Ja, dann ist ja gut. Wir spielen das auf der Xbox, aber ich glaube, das hat man vorhin im Menü auch gesehen. Ja. Das gibt es für PlayStation 3 und für PC. Inhaltsgleich. Und ich glaube, technisch gibt es da auch keine großen Unterschiede. Ich bin auch jetzt gespannt, auch wie das Let's Play jetzt wird mit uns beiden. Wieso? Weil sonst ist ja der Michael dabei, der entweder lustig ist, oder der René, der was weiß. Informiert ist. Und haben halt gar nichts von was beiden. Sinnvolles sagen können. Und wir beide sind wie gesagt, noch. An ihrer Stelle da draußen, ich würde einfach abschalten. Jetzt könnte auch mal langsam ein bisschen was passieren. Jetzt könnte auch so ein Sprecher oder so nimmer was sagen. So. Erinnert ein bisschen an das Intro von Quake 4, oder? Da war doch auch am Anfang, da flogen doch die Flotte so rein und ein paar Schiffe waren schon zerstört. Ich liebe ja solche irgendwie... Quake 4? Kaputt Weltraum und Schrott und Planet. Ich weiß noch, wie das ein Intro von Quake 2 aussah. Sand hier der Planet, oder? Ja, ich weiß, wie es von Quake 2 aussah, das Intro von 4. So, jetzt geht's aber los. Haben wir irgendwie aus Versehen die Sprachausgabe ausgemacht? Nö, das sollen so Einblendungen sein. Ja. Tja, so richtig geht's doch nicht los. Doch, jetzt geht's los. Wuhu. Ich bin immer die ganze Zeit ruhig, weil ich drauf warte, dass jemand was sagt. Die Orks haben die Armee in der Fabrikwelt vernichtet. Und sie haben die planetaren Verteidigungswaffen. Schlau von den verdammten Orks. Hält uns von ihnen fern, während sie die Titanen Kriegsmaschinen plündern. Bereit machen für Ausweichmanöver. Pilot, Bericht. Steuerbordantrieb ist tot, Sergeant. Wir verlieren an Höhe. Schiff in Sicherheit bringen. Wir finden einen anderen Weg. Zu Befehl, Captain. Vanderhoek-Lanze von Jove kehrt zur Startrampe zurück. Was ist Ihr Plan? Wir müssen zur Oberfläche, um die Batterie auszuschalten. Oder möchten Sie schon nach Hause, Sergeant? Nicht bevor ich mit den Orks geredet habe. Ist das klug, Captain? Diese Aktion entspricht nicht dem Codex Astartes. Bleiben Sie dran. Die Vertonung aber... Jetzt reden wir mal wieder was, die Vertonung. Jetzt, bis jetzt, ganz okay, oder? Ganz sauber. Ein bisschen, obwohl ich bisschen finde, lasch irgendwie. Ja, er sieht aus wie so eine harte Sau. Ja, und spricht aber, weiß ich nicht.
bisschen weich. Auch der Alte etwas, ja, nicht so, als wären das jetzt Krieger, die schon seit Ewigkeiten Tag ein, Tag aus Monster bekämpfen. Kennst du dich denn aus mit dem Universum? Nee, wir können hier in jede Falle tappen und Fans total zum Affen auseinandernehmen. Machen. Aber hallo. Super. Es geht gleich los, oder? Du kannst, ja, ich bin jetzt schon aufgeregt. Jetzt geht's los. Okay, klassische Dual-Stick-Steuerung. Ohohoho, jetzt wollen wir aber wirklich kompetente gleich unbedingt Sachen machen hier sagen, bei unseren GameStar-Zuschauern. Ja. Okay, also ganz, ich schlage jetzt hier einfach mal nur zu. Kommen auch gleich ganz schön viele von denen. Ja, das sind Orks, die können ja nichts. Das sieht man auch schon gut hier. Ja, ja. Da hinten steht aber so ein größerer schon, ne? Oh, wow. Ja, der haut schon mal ganz schön zu. Ja, muss doch ein bisschen. Sollen wir wieder vielleicht wieder eine Kinderwarnung aussprechen? Das scheint auch nicht unbedingt das Spiel für die kleinsten Zuschauer zu sein, denn wenn ich das richtig sehe, spritzt da ordentlich Blut. Weil es ja schon sehr comic-mäßig aus im Vergleich solche zu den Island. Muss dann doch schon ein bisschen hart ist manchmal. Das ist echt hart. Aber das Warhammer-Universum, also beide, dieses 40k oder 40.000 oder 40.000, ist mir eigentlich egal. Und das klassische, die sind ja eh recht hart. Das stimmt. Soll ja alles sehr rau sein. Also das Universum mag ich total gern. Ich habe davon nicht viel Ahnung. Ich habe früher Freunde gehabt, die haben das Tabletop gespielt. Das kommt hier. Früher hast du Freunde gehabt, das war bevor du hier angefangen hast, oder? Blöde Witze kannst du auch, ne? Also ich habe Freunde gehabt, die das gespielt haben. Ja? Und ich fand das immer interessant, aber ich war zu geizig und auch zu faul, um mir halt diese Figuren zu kaufen und die dann auch noch anzumalen. Aber ich habe ganz gerne mal zugeschaut, wie die das irgendwo gespielt haben. Die sind immer extra so in einen Games-Shop gegangen, haben sich da getroffen, haben mit anderen Bekloppten und haben das dann halt ganz Nachmittag gespielt. Ich habe so eine Weile zugeschaut und bin dann irgendwann nach Hause gegangen. Aber das Universum gefällt mir. Ups, zerschieß mal das explosive Fass da an der Seite. Das wollte ich mir vielleicht auch vielleicht vorher. Taktisch sehr klug. Erstmal die Gegner, erst alle, dann machen wir die Flächen. Vielleicht gibt es mehr Punkte. Nein. Ich habe noch keine Punkteanzeige gesehen. Aber während du da die ersten Orks erledigst, kann ich ja meine Tabletop-Geschichte beziehungsweise meine Warhammer-Geschichte erzählen. Wir haben auch so einen Tabletop-Laden damals in der Frankfurter Allee gehabt in Berlin. Und jetzt kurz Ruhe, glaube ich. Ja. Jetzt wird's wichtig. Der redet auch lasch. Für einen riesigen Ork. Ja, das geht schon noch. Und da bin ich mal rein. Ja. Und fand das, hab mir auch so ein bisschen, da stehen ja dann so riesige Karten, wo dann, also Modelle, wo ja dann diese Schlachten nachgestellt waren, hatte mir das auch angeguckt. Und jetzt merke ich gerade, dass ich mich verquatscht habe. Das war eine andere Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. In der Nähe, da war nämlich auch noch ein Laden, wo es dann auch so eine MechWarrior-Figuren und sowas alles gab. Okay. Also wo es diesen ganzen Sammelkram gab. Ja. Und ich wollte damals unbedingt für einen Schreibtisch so einen MechWarrior Mad Cat, so ein Modell, so eine Figur haben. Okay. Und dachte, ich gehe da rein und kaufe mir halt so ein Ding, ne? Und hast zwei Mark dabei gehabt? Nee, das war gar nicht das Problem. Okay. Und gehe halt hin zum Verkäufer und sage, ja, ich hätte hier so ein Mad Cat oder wie auch immer, oder Vulture oder wie die heißen. Da guckt der mich an, als hätte ich ihn irgendwie gefragt, ob ich seine Mutter kaufen kann. Es stellte sich heraus, man kann diese Dinger wohl nicht so ohne weiteres einzeln kaufen, sondern man kauft halt solche Packs. Ja. Und dann sind die da zufällig drin. Ach so. Ich habe quasi das totale Sakrileg da gebrochen. Ich bin dann ganz vorsichtig rückwärts in beruhigender Geste aus dem Raum hinausgetreten und habe die Flucht angetreten. Aber das war gar keine Warhammer, sondern das war eine Battle, wie heißt das von MechWarrior? Battletech-Geschichte. Ach so. Aber das bringt ja so alles ähnlich durcheinander. Ja, ist egal. Ich versuche auch kontinuierlich Fans von verschiedenen Franchise gegen mich aufzubringen. Ich merke das schon. Ja. Wen hast du denn noch nicht? Na, bei Resistance 3 habe ich mich unbeliebt gemacht bei allen, die diese TV-Serie Falling Skies mögen. Also allen beiden. Okay. Hab danach beinahe es mit der Halo-Community aufgenommen, hab's aber nochmal rumgerissen. Okay, jetzt hier MechWarrior und jetzt MechWarrior-Fans und Warhammer-Fans. Das klingt wie das Telefon wie gestern. Nee, kein Fall. Weg. Klingelt meins? Das ist dein Telefon. Ah, ich seh's schon. Das ist meine Freundin. Ich krieg jetzt wieder Ärger, weil ich zu spät nach Hause komme.
die Leute, das schreiben ja in den Kommentaren, ihr könnt ja den ganzen Tag spielen, ihr müsst überhaupt nicht arbeiten. Was die Leute nicht wissen, diese Let's Plays, die machen wir halt nach der Arbeit. Ja. Wir sitzen halt dann noch drin. Die Freundin ruft an, fragt, wo wir bleiben. Ich komme zu spät nach Hause, kriege ein Abendbrot und Ärger. Alles für diesen YouTube-Quatsch. Mist. Schlimm, schlimm. So, jetzt haben wir das erste Raumschiff schon mal ordnungsgemäß zum Absturz gebracht. Captain Titus. Das sind wir, ja. Titus. Heißt er, glaube ich. Ah, das war so ein bisschen der Prolog. Mhm. Schöne Einblendung, so. Einfach mal so, Zack. Captain Titus, bitte kommen. Okay, Titus. Ja, auf Deutsch. Haben mich vom Kurs abgebracht. Von Leandros habe ich nichts gehört. Aber ich empfange Übertragungen von der imperialen Armee am Boden. Hätte nicht gedacht, dass noch jemand lebt. Oder sogar kämpft. Bin jetzt unterwegs zur Front. Dort treffen wir uns. Aber so auf den ersten Blick, finde ich, fängt das gut so, dass das Setting und die Stimmung guck so ein bisschen um, wie man denken würde, wie so eine Warhammer 40k-Welt aussieht. Das mochte ich auch immer, dass das irgendwie so düster ist. Alles kaputt halt und die kämpfen alle gegeneinander. Ich finde mal dieses. Der ewige Krieg oder irgendwie so ein Universum im ewigen Krieg gefangen. So diese Tagline ein bisschen. Ich mag sowas halt. Blizzard hat sich ja auch viel abgeguckt von Warhammer. Für ihre. Nicht zu sagen alles. Ja gut, die haben sich aus anderen Sachen auch noch was geklaut. Nicht nur bei Warhammer. Stimmt, die sind vielfältig aktiv gewesen beim Ideendiebstahl. Ha! Jetzt habe ich auch noch die Blizzard-Fans gekriegt. Super. Da habe ich ja mit angefangen. Das sind jetzt meine, ja? Da kannst du ja nicht alles für dich beanspruchen. Ja, dann gehe ich ins Detail. Diablo ist halt auch blöd. Ich bin total heiß auf die Diablo 3 Beta, ne? Da soll ja heute die Friends and Family angefangen haben. Und du kannst doch nicht heute in einem Internetvideo sagen. Die Leute wissen doch nicht, wann das war. Achso. Wir blenden ich weiß aber auch nicht, welcher Tag. Ich wollte gerade sagen, welcher Tag heute ist. Mir fiel spontan nicht ein. Das war ein Quatsch. Diese Internet-Leute. Also aufgepasst, nicht mal, was wir Tag machen sollen? Warte mal, Bolter. Kann ich was aufheben? Das ist, glaube ich. Kannst du vielleicht mal da hingucken? Nach links. Ich habe ihn auch schon aufgehoben. Ja. Aber ich dachte, du hast den von diesem blau leuchtenden. Das ist der klassische Space Marine Kampfgewehr selbst. Ja. Stand abgenommen. Ja. Das ach, da lädt man nach, das sagt er mir jetzt auch mal. Weil ich habe jetzt immer das Gewehr leer geschossen und wollte schon mal wissen, wo ich nachlade. Bei Gears, oder? Bei Gears of War, da ist doch auch die mit Schulter, die rechte Schultertaste ist das. Wow. Ach, vorher hatten wir nur die Standardwaffe. Jetzt ja, die musste ich auch immer einzeln abfeuern mit jeweils einem Schuss. Das war ein bisschen nervig. Der Bolter ist geil. Ich habe mal, aber jetzt, nachdem du dich mit den Warhammer-Fans überworfen hast, ich wurde mal total gelobt. Weil ich für eine Warhammer News. Ich sag jetzt schon mal Schleimer. Weil ich für eine Warhammer News ganz toll recherchiert hatte, für ein Wallpaper auch. Da standen irgendwie so 4 Space Marines drauf. Die hatten alle verschiedene Sachen. Du recherchierst für. Da habe ich recherchiert, welche Waffen die genannt haben. Dann hat Plasmaschwert, ein Kettenschwert, Plasmagewehr, Bolter. Lauf mal weiter. Und dafür wurde ich dann gelobt. Das war toll. Man wird ja selten genug gelobt. Ich brauche das ja regelmäßig. Mhm. Und man kriegt es zu wenig. So. Ich schimpfe dich im Gegensatz dazu jetzt dafür aus, dass du für eine Wallpaper-News recherchiert hast und dafür Zeit verschwendet hast. zu dieser Bolter-Waffe oder Bolter oder wie auch immer man die ausspricht, ja. Da hatte ich letztens irgendwo unter einem Video gelesen, da waren die Leute sehr begeistert von den Waffensounds, dass sie sich wirklich so, die meinten ja, in vielen Spielen würden die nicht so klingen, also in vielen Warhammer-Spielen würden die nicht so klingen, wie man sich vorstellen würde, dass sie klingen sollen. Mhm. Und meinten, dass das hier richtig kraftvoll klingt. Ja, cool. Dem kann ich mich anschließen. Da ist ein Kollege, die mir jetzt helfen. Die tun auch ganz schön weh, glaube ich, die Waffen, weil die Orks so sehen immer sehr unglücklich aufnehmen. Aus, wenn sie getroffen werden. Der Bolter ist, also im Gegensatz zu der ersten Waffe, zu der ersten Pistole ist hier schon ziemlich gut. Aber die Pistole hat unendlich viel Munition, oder? Das habe ich nicht nachgeschaut. Ich glaube schon. Ursprünglich, als das Spiel damals angekündigt wurde, weiß ich noch, hatte man so ein bisschen eine Art Gears of War mit Space Marine Setting erwartet. Jetzt hat sich eigentlich mehr oder weniger gezeigt, dass es gar nicht so wahnsinnig viel ups. Gears of War ist, weil es kein Deckungssystem gibt, kein aktives. Erklärung, ja, Space Marines sind halt keine Gears-Pussys. Ha! Gears of War-Fans auch auf dem Kicker? Ich schaff das. sondern Space Marines, die gehen halt ran an Gegner, die gehen rein und die sind auch wesentlich flexibler mit ihren Nahkampfwaffen.
Das heißt, doch, mach doch mal ein paar Nahkampfangriffe. Ja, klar, die bietet sich ja gerade an, wenn die irgendwie da hinten rumstehen. Dein ist schon wieder. Du zeigst hier keine richtige Space Marine Mentalität, du bist sehr vorsichtig. Ja, doch, die benutzen ihre Bolter auch, die können halt beides. So, dann verkloppe ich den jetzt mal. Ups, daneben. Du hast, glaube ich, jetzt nur ein Messer, oder? Später kriegt man doch auch sogar ein Kettensägenschwert und eine Axt. Ich kann mir irgendwie Energie von denen klauen. Regeneriert sich deine Energie eigentlich automatisch? Das werde ich gleich mal sehen. Wo kommt denn das Geschieße gerade her? Ich weiß nicht. Keine. Sieht zumindest so aus, als hättest du langsam Gesundheitsprobleme. Ich werde hier irgendwie von mehreren Seiten beschossen und schnallt es nicht so richtig. Ob die Kasse eigentlich für solche Typen zahlt? Ich meine, das gilt doch wahrscheinlich als gefährliche Sportart. Man stellt sich ja beim Let's Play auch mal so dämlich an. Man kann sich ja kaum selber zuschauen. Das wird ja in den Let's Plays auch mal wieder erwähnt. Man übersieht ja alles Mögliche. Man spielt irgendwie ziemlich doof. Wenn man dabei so viel Quatsch redet, spielt man halt irgendwie auch. Meinst du, wir haben jetzt den Plot nicht mehr vernünftig? Den Plot nicht richtig folgen können? Da kommen wir nicht. Aber du übersiehst ja auch die einfachsten Sachen manchmal. Du stirbst so gleich. Ich kann irgendwie mir Energie klauen. Jetzt drück mal B. Ja, ich kann mir Energie klauen. Guck mal. Mit einer Combo. Hab ich jetzt gerade mal probiert. Okay. Die geht aber nur im Nahkampf, die Combo, und dann kriege ich Energie zurück. Boah, ist schon recht blutig dabei, ne? Mhm. Aber wie gesagt, schon alles ein bisschen überzogen und comic-mäßig. Doch, comic-mäßig, also. Sind Sie verletzt? Der Codex Astartes warnt aus gutem Grund davor, blind mit Sprungmodulen ins feindliche Feuer zu springen. Ihre Tage als Neuling sind vorbei. Warum sehen Sie es mit dem Codex noch immer so eng? Ich lasse mich von diesen Regeln leiten. Das tun wir alle. Es hat aber auch Vorteile, selbstständig zu denken, Leandros. Die Lippen sind groß ziemlich schlecht, ne? Ja. Und so prall ist die Vertonung, wenn man es ein bisschen länger hört, echt ein bisschen kraftlos. Ja. Aber drauf da. Ich glaube, die Orks klingen ganz witzig. Die sprechen ja auch, wie in den Dawn of War Spielen, auch immer so lustig. Ich weiß gar nicht, ob das in der Vorlage auch so ist, dass sie so ein bisschen abgehakt und mit Dialekt sprechen. Gucken, was die hier noch von sich geben. Das ist ja auch von den Dawn of War Machern. Jetzt haben sie mal. Stimmt. Jetzt haben sie die Lizenz mal. Die Dawn of War Spiele habe ich auch super gern gespielt. Das erste noch lieber als das zweite, aber das zweite ist auch sehr gut. Und das ist eins meiner Lieblingsstrategiespiele sogar. Ich mochte dieses schnelle Gameplay. Oh, was ist denn da? Ein Audiolog. Das hören wir doch mal an. Persönliche Nachricht, Soldat Thomas Alexander. Muss zu Hause Winter sein. Kein Schnee hier, so viel ist sicher. Wir sind auf einer Fabrikwelt, die von Orks angegriffen wird. Die Verteidiger sind alle tot, die Orks bringen alle um und wir sind die einzigen imperialen Soldaten im Sektor. Die Flotte ist unterwegs, aber mehrere Wochen überfällig. Das wird ein harter Kampf. Wie sehen wir mit der Zeit aus? Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir haben massiv überzogen. Dann machen wir auch hier gerade mal eine Pause. Machen wir hier kurz eine Pause, jetzt ist der Shuttle abgestürzt. Genau, und sehen uns gleich weiter wieder in der zweiten Folge. Genau, tschüss. Okay.